Hallo zusammen, wir sind wieder hier. Es ist ein neuer Tag im Tal der. Kaufleute Genau. auf dem Markt. Wir sind ganz früh auf dem Markt unterwegs. Genau. Genau. Lisette ist mal wieder da und hat eine Erweiterung mitgebracht Na zum ja. Tal der Kaufleute. Man kann es als Erweiterung sehen, aber eigentlich ist es auch ein eigenes Grundspiel. Also tatsächlich ist es total egal, ob man Teil 1, 2 oder 3 spielt, weil Okay. alle beinhalten im Endeffekt das gleiche Spielmaterial, nur andere Tiervölker. Das heißt, ich empfehle immer allen Leuten, guckt nach eurem Lieblingstier und nehmt einfach den Teil. Weil sie stehen alle hinten auf der Schachtel drauf. Und es ist irgendwie viel lustiger, wenn man den Teil aussucht nach, ich mag Krokodile. Oder ich wollte schon immer mal Schneehasen spielen. Das ist irgendwie witziger, finde ich. Absolut. Deswegen, großer Fan von allen Tieren. Ja, zum Spiel? Zum Spiel. Deswegen sind wir hier. Dies ist der Markt. In Teil 3 wollen wir alle der große Eisenbahnmanager werden, weil Okay. im Reich der Kaufleute quasi wird eine große Kontinentaleisenbahn gebaut. Aber das ist ein riesengroßes Vorhaben und deswegen braucht man jemanden, der da den Überblick behält. Und um zu beweisen, dass wir den Überblick behalten können, machen wir einen Marktwettbewerb. Das heißt, wir versuchen, jeder für sich natürlich, zuerst den schönsten und besten Marktstand aufgebaut zu haben. Das heißt, du brauchst Marktstapel, also Warenstapel in deinem Marktstand von 1 bis 8 Okay. nacheinander in dieser Reihenfolge. Am Anfang hat jeder von jedem Tiervolk, mit dem wir spielen, man spielt immer mit der Anzahl der Spieler plus 1 in Tiervölkern. Also wir zu zweit würden jetzt mit 3 Tiervölkern spielen. Wir würden uns von den vorhandenen welche aussuchen. Man kann hinten auf der Regel, ich stoße kurz ins Bild, sehen, was die so für verschiedene Eigenschaften haben. Also es gibt welche, die klauen Karten von den anderen. Es gibt welche, die tauschen Sachen aus. Es gibt ein Volk, in dem Fall sind das die Schneeschuhhasen sogar. Die haben einen Würfel und je nachdem, was man würfelt, kann die Karte andere Sachen. Okay. Das sind dann die Symbole hier und da auf dem Würfel eben. Und dann würfelt man, wenn man die Karte spielt und guckt, was passiert. Also kann man sich so ein bisschen aussuchen, möchte ich ein fieses Spiel spielen, möchte ich eins spielen, wo ich irgendwie mehr auf Taktik gehe. Also es gibt auch Karten, da kannst du dann Karten behalten für die nächste Runde oder sowas. Anpassbar auf die Gemüter der Menschen. Genau, und je mehr Teile man hat, desto mehr Tiervölker hat man, desto mehr kann man kombinieren oder fieser, je nachdem, wie man das möchte. Es gibt auch in der Sammlerbox dazu, also es gibt Teil der Kaufleute auch als Kollektion. Da sind dann auch nochmal neue Tiervölker drin und ganz viele Special-Karten. Dann kannst du auch eigene Charaktere sein. Und da gibt es aber auch eben solche kleinen Übersichtskarten, die einem sagen, wie schwierig ist dieses Tiervolk, ist das für Anfänger geeignet, ist das mehr ein aggressives Tiervolk oder irgendwas, womit man auch den anderen irgendwie mal helfen kann. Also wer den kompletten Überblick behalten will, ich empfehle die Kollektion. Und da passen die hier auch noch problemlos Genau, rein. die ist so groß, da kriegt man alle drei Teile plus das, was schon drin war, locker rein. Okay. Sogar mit Platz für die Würfel. Und sehr niedlichen kleinen Bildchen unter den Würfeln, Sehr damit schön. man auch weiß, Damit welcher man auch Würfel da weiß, rein dass muss. das viereckige Kästchen für den Ja, Würfel aber ist. das eine Kästchen ist halt für den von den Hasen, Ja, das sehr andere ist für schön. den von den Ocelots. So war's aus Teil 1. Mhm. Genau. Am Anfang hat man von jedem Tiervolk, das mitspielt, eine Einserkarte auf der Hand und füllt dann mit den Krimskrams-Ramsch-Karten auf. Bis man 10 Karten hat. Also jeder Spieler hat am Anfang die gleichen 10 Karten auf der Hand. Dann mischt man sein Deck und zieht immer 5 Karten für jede Runde. Und mit den Karten kann man verschiedene Sachen machen. Jede Karte hat einen Wert hier oben. Der geht von 1 bis 5. Und mit dem Wert kann man zum Beispiel auf dem Markt neue Sachen kaufen. Das ist dann auch jeweils der Wert der Karte plus das, was drüber steht. Also da kostet es nichts mehr, da dann eben 1 bis 4 mehr. Wenn man eine Karte nimmt, rutscht der Rest auf, damit man auch eine Chance hat, diese Karte mal irgendwann sinnvoll zu kaufen. Billiger. Genau. Alternativ hat man unten irgendwelche Fähigkeiten, die gibt es in Technik und in Passiv. Und natürlich liegt da keine passive Karte aus. Doch, da. Genau. Passive Fähigkeiten passieren, wenn eben die Bedingung eintritt. Dabei hast du die Karte meistens auf der Hand. Es gibt ein Okay. paar, die kannst du vor dir ablegen. Aber meistens hast du sie auf der Hand. Und wenn dann irgendwas passiert, dass die Karte eintritt, sagst du, Moment, ich spiele diese Karte, zeigst deine Karte und machst, was immer draufsteht. Technikkarten kann man als eigene Aktion spielen. Dann steht zum Beispiel bei dem arkanen Gelehrten von den Schneeschuhhasen, ziehe 2 Karten von deinem Deck auf deine Hand und dann wirf den Würfel und guck mal, wohin du 2 Karten abwirfst oder von wo. Genau. Du kannst aber auch als Aktion einen Marktstand bauen. Dazu musst du bei 1 anfangen, also der erste Stapel hat den Wert 1, der zweite den Wert 2, der dritte den Wert 3 und so weiter hoch bis 8. Der Haken daran ist, man darf immer nur Karten aus einem Tiervolk benutzen. Das heißt, Stapel 1 ist relativ einfach. Leg eine beliebige Einserkarte.
Für Stapel 2 musst du schon Karten gekauft haben, weil Krimskrams-Karten dürfen nicht in den Marktstand. Den kauft keiner, den Krimskrams. Deswegen musst du dafür schon Karten kaufen. Und dann muss man halt gucken, dass man auch die passende Anzahl Karten hat. Also wenn ich jetzt nur, ich habe meinen fünften Stapel schon gebaut und ich habe aber von den Weißkopf-Makis nur 5 in Summe auf der Hand an Zahl, dann kann ich mit denen schon keinen Stand mehr bauen. Dann müsste ich noch eine Karte kriegen von denen erstmal. Okay. Und der Witz ist, wer zuerst seinen achten Stapel fertig hat, der hat gewonnen. Mhm. Und zwar sofort. Das heißt aber auch, wenn du jetzt anfängst, einen Stapel zu bauen, dann denke ich mir, oh Gott, ich muss nachziehen, weil sonst habe ich keine Chance mehr. Wir sind ja abwechselnd dran. Man kann pro Runde nur einen Stand bauen. Das heißt, ich muss nachziehen, damit ich überhaupt eine Chance habe. Ich kann nur noch hoffen, dass du irgendwann feststellst, du hast nicht genug Karten für diesen Stand von einem Tiervolk. Und dann nochmal anfängst, Karten zu kaufen. Das heißt aber auch, man muss so ein bisschen im Blick behalten, was ist schon in meinem Deck? Mhm. Was habe ich an Karten schon gekauft? Was kann ich damit machen? Lohnt es sich, die Karte, die vielleicht eine total tolle Fähigkeit hat, trotzdem einzubauen, weil ich jetzt gerade den Stand bauen kann? Mhm. Weil mit 5 Karten ist es auch nicht immer so einfach, irgendwie 7, 8 vom gleichen Volk auf der Hand zu haben. Deswegen kann man als letzte Aktion auch alternativ zu allem anderen quasi beliebig viele Handkarten abwerfen. Okay. Man zieht am Ende seines Zuges immer nach auf 5. Wenn man zu viele gekriegt hat durch irgendwelche Karten, dann wirft man auch welche ab. Das heißt, du hast immer 5 Karten am Ende deines Zuges. Es kann passieren, dass dir zwischendurch jemand welche wegnimmt. Dann hast du vielleicht weniger Karten zu Beginn deines nächsten Zuges. Aber eigentlich hat man immer 5. Okay. Es gibt ein paar Technikkarten, die geben einem eine Bonusaktion. Mhm. Dann kann man eben mehr machen. Also das hier zum Beispiel ist eine Technikkarte ohne Bonusaktion. Da ist kein Plus drauf. Mhm. Und dann kann man eben auch mehr als eine Sache spielen und mehr als eine Sache machen. Aber sonst ist immer eine Aktion pro Runde. Das heißt, ich kann mir auch komplette Kombos überlegen mit den Bonuskarten, oder? So ein bisschen geht das. Also ein paar Karten sind dann eben sinniger, weil sie aufeinander aufbauen können. Aber im Endeffekt kommt es halt auch immer darauf an, was du ziehst. Und du musst dein Deck relativ groß bauen, damit du eine Chance hast, die Marktstände zu bauen. Ja, ja. Man kann es halt auch anders versuchen, aber meine Erfahrung ist, wenn einer anfängt zu bauen, dann ziehen alle anderen nach. Weil keiner will irgendwie 2 Stände zurücklegen. Dann hast du eigentlich fast schon keine Chance mehr. Und dann wird es eben plötzlich, am Anfang ist immer so, ich nehme das, ich sammle dies, ich spiele hier noch was Nettes. Oh, jemand baut, wir bauen alle. Okay. Also irgendwann wird es kurz sehr hektisch und dann kommt man so bis 4 und dann stellt man fest, mir fehlen doch noch Karten, fängt nochmal an zu kaufen. Geht aber allen so, deswegen ist das auch schon wieder okay. Okay. Ja, genau. Gut. Nummer 3, das heißt, es gibt 3 extra jetzt noch. Was ist in der Sammlerbox schon drin, wenn man die Sammlerbox? Die Sammlerbox ist quasi auch einer von den kleinen Teilen. Es sind, glaube ich, statt 6, 8 Völker drin, 8 neue. Und die können dann eben, also da gibt es zum Beispiel Fledermäuse, die funktionieren je nach Tageszeit anders. Da ist dann so eine kleine Uhr drin, die kann man weiterdrehen. Mhm. Und je nachdem, ob gerade Tag oder Nacht ist, machen die Karten andere Dinge. Mhm. Und das nimmt natürlich dann ein bisschen mehr Platz weg. Es gibt so ganz große Charakterkarten, da kann dann jeder noch ein spezieller Händler aus einem Tiervolk seiner Wahl quasi sein. Ja. Und die haben dann auch teilweise noch eigene Karten, mit denen man irgendwie fiese Sachen machen kann oder irgendwelche Pfandleih-Dinge, wo man noch im Münzen ablegen kann und einfach das Ganze nochmal wirklich erweitern kann. Die Teile sind in sich alle so ähnlich wie dieses, halt mit anderen Tiervölkern, und die Box erweitert das halt wirklich nochmal. Und für alle, die jetzt richtig Bock auf den Markt haben, gibt es auch noch für jedes einzelne Tiervolk eine Spielmatte. Okay, das heißt, man kann auch dann einfach sagen, ich liebe für jedes Volk. Haben wie viele Völker denn mittlerweile? Es sind 26 oder 28, ich bin nicht ganz sicher. Okay. Es sind wirklich viele. Hat auch 28 Matten zu Hause liegen. Ne? Ja, also ich meine, jeder hat so sein Lieblingstier, irgendwann sein Lieblingstiervolk. Und auch wenn das nicht mit drin ist, aber wer wirklich komplett sein will, muss eine Menge. Der richtet sich ein Teil der Kaufleutezimmer ein. Ja, aber die sind auch alle super hübsch, so ist ja nicht, deswegen. Also, ja. Sehr schön. Multifunktional sozusagen. Mhm. Zu haben jetzt schon oder ab der Messe? Der Plan ist ab der Messe in jedem Fall schon. Ob wir es ein bisschen früher schaffen, kann ich dir noch nicht sagen. Das hängt so ein bisschen drauf an. Also das ist unser Vorab-Exemplar, der Rest ist gerade auf dem Weg. Okay. Aber kommt jetzt die Tage. Also ein bisschen früher heißt, wir sind eine Woche vor der Messe. Ja, wenn dann wirklich ein bisschen früher. Tage, wir reden von Tagen. Genau. Aber zur Messe ist es in jedem Fall verfügbar. Okay, sehr schön. Ja, Teil der Kaufleute. Viel Spaß damit. Genau. Tschüss, tschüss.